Resident Evil 4 hat einen Bosskampf, den du mit nichts als einem Messer bestreitest. Als der Typ auf YouTube, der schon einmal abgestochen wurde, habe ich mich danach natürlich gefragt, ob man noch das restliche Spiel auf diese Weise absolvieren kann. Kannst du Resident Evil 4 nur mit einem Messer durchspielen? Normalerweise würde ich mit euch jetzt die Regeln für so eine Challenge überfliegen, aber heute gibt es zuerst eine Nachricht vom Sponsor dieses Videos. Vielen Dank wieder einmal also an Raid für das Sponsern dieses Videos und dem Finanzieren dieser Challenge. Egal ob daheim am PC oder unterwegs am Smartphone, mit Raid hast du immer etwas zu tun. Anlässlich des 4. Jahrestags hat Raid ein Album mit den schönsten Momenten unserer Helden veröffentlicht. Ich hatte das Glück, anfangs direkt Galak zu beschwören. Meinen ersten Dungeon habe ich in einer Verfassungsrechtvorlesung abgeschlossen. Und dank diesem epischen Loot konnte ich meine Gegner in der Arena dominieren und zum Champion aufsteigen. Die meiste Zeit über haben meine Starthelden aber in der Taverne beim Feiern verbracht. Was ist deine Raid-Erinnerung? Die Spieler haben es gefordert und die Entwickler haben gehört. Raid bekommt eine Live-PvP-Arena, in der ihr hautnah gegen andere Spieler antreten könnt, um den besten Kämpfer zu ermitteln. Vor jeder Runde könnt ihr nicht nur euren absoluten Hasshelden sperren, es gibt auch jede Menge neue Belohnungen in Form von Artefakt-Sets, einem neuen legendären Void-Champion, spezielle Live-Arena-Wappen, die mächtige neue Boni für die große Halle freischalten, sowie Season 8 des Battle Passes und viele andere Events. Neue Spieler, die meinen Link oder QR-Code benutzen, erhalten außerdem ein kostenloses Starterpaket mit diesem epischen Ingame-Loot. Lade dir Raid Shadow Legends jetzt direkt runter. Wie auch schon Resident Evil Village hat das Remake von Teil 4 ein Achievement, wenn man es nur mit einem Messer durchspielt. Und einer Pistole. Ausgenommen geskripteten Situationen. Oh Junge, ich wette, ihr könnt euch schon denken, worauf das hinausläuft. Starten wir also ein neues Spiel und unterbrechen direkt, denn damit es nicht zu heftigen Missverständnissen kommt, muss ich erst etwas erklären. Messer in Resident Evil 4 können im Gegensatz zu denen in Village kaputt gehen, wonach du sie reparieren musst, um sie wieder verwenden zu können. Du kannst zwar Küchenmesser in der Spielwelt finden, in der Regel sind das aber diese furchtbaren Keramikmesser, die man von seiner Mutter kennt. Ihr wisst schon, die, wo sofort die Spitze abbricht und man dann in die Notaufnahme fahren kann, weil sie irgendjemand verschluckt hat und jetzt innerlich verblutet. Ich schweife ab. Glücklicherweise gibt es aber ein unendlich haltbares Messer für das Finden aller Sammelobjekte. Das Problem, um das Messer tatsächlich unkaputtbar zu machen, muss ich erst 260.000 Währung investieren oder an ein Spezial-Upgrade-Ticket rankommen. Beides Dinge, die zu Spielstart unmöglich und im Spielverlauf alles andere als selbstverständlich sind. Aus diesem Grund habe ich mich mit meinen Geldgebern und noch viel wichtiger, mir selbst darauf geeinigt, das Spiel in einem New Game Plus durchzuspielen. Ein paar Leute werden jetzt zwar wieder behaupten, dass es dann doch gar keine richtige Challenge ist, und diesen Leuten sage ich Folgendes. Es geht in meinen Videos gar nicht um die Challenge. Es geht um einen furchtbaren Humor und die Tatsache, dass ich mit einem einzigen Upload mehr Geld als beide deiner Eltern in 2 Monaten verdiene, weil die Emanzipation der Frau zu nichts geführt hat, außer der Tatsache, dass Familien jetzt 2 Einkommen benötigen, um sich dieselben Dinge zu leisten wie eine Familie mit einem einzigen Einkommen vor 60 Jahren. Konnte ich euch damit Existenzängste verpassen? Gut, dann fangen wir an. Wir sind Leon Kennedy aus Teil 2, der von Joe Biden beauftragt wurde, seine Tochter zu finden, die irgendwo auf Mallorca verschwunden ist. Das erklärt zumindest, warum die spanischen Polizisten, mit denen ich rede, perfektes Deutsch sprechen. Einer von ihnen muss pinkeln und lässt sich dabei ein wenig Zeit, was es zu meiner Aufgabe macht, nachzusehen, ob es ihm gut geht. Der andere Polizist muss natürlich im Auto sitzen bleiben, damit wir keinen Strafzettel bekommen. Meine Suche führt mich zu einer abgelegenen Jagdhütte, in der ich alles mit Respekt behandle, und als mir ein friedlicher Einwohner nicht in perfektem Englisch antwortet, trete ich ihm gegen die Wand und breche sein Genick. Das ist das mit Abstand amerikanischste, das ich je erlebt habe. Im Keller der Hütte finde ich dann den vermissten Polizisten, der für Urinieren in der Öffentlichkeit verständlicherweise die Todesstrafe bekommen hat. Als der Hausbesitzer dann die Dreistigkeit besitzt, mich zu fragen, wie es mir geht, reagiere ich ruhig und gelassen und steche ihn mit meinem Messer 24 Mal in die Brust. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, ich habe gehört, 23 Messerstiche sollen nicht genug sein, um jemanden zu töten. Angekommen im Dorf kann ich dann der öffentlichen Hinrichtung des anderen Polizisten, der mich begleitet hat, beiwohnen, der, absolut nachvollziehbar, für Falschparken zum Tode verurteilt wurde. Es gelingt mir, in reiner Selbstverteidigung eine alte Frau kaltblütig zu ermorden, indem ich sie von hinten eliminiere, bevor sie überhaupt die Chance dazu hat, daran zu denken, mir etwas anzutun. Und dann werden meine Ermittlungen unsanft unterbrochen, als Chainsaw Man sich plötzlich dazu entscheidet, mich anzugreifen. Ich kann seine Kettensäge zwar in Dark Souls-Manier mit nichts als meinem Messer parieren und sogar ein paar Gegentreffer landen, da ich aber bereits weiß, wie der Kampf gegen Katana Man ausgeht, entschließe ich mich lieber davon zu laufen. Auf einem nahegelegenen Bauernhof versuche ich dann zu randalieren, stelle aber fest, dass es nur mit einem Messer gar nicht so einfach ist, wenn man nicht gerade fliegen kann. Nebenbei lege ich mich dann mit dem durchschnittlichen Powerlifter an, weil ich sein Handtuch von einer Liege entfernt habe.
All die Steroide nutzen ihm aber recht wenig, wenn mein Messer durch seine Muskeln schneidet, als wäre er ein Sack Fleisch und mein Messer ein 1000 Grad heißes Messer. Wer schreibt so eine Scheiße? Und in einem weiteren Keller finde ich einen unverdächtigen Kartoffelsack, in dem sich wohl ein paar Ratten verstecken. Zeit, woanders nach der Tochter des Präsidenten zu suchen. Dummerweise findet es der ortsansässige Rabbi nicht koscher, dass ich in fremden Häusern rumschnüffle und verpasst mir nicht nur eine Tracht Prügel, sondern auch AIDS. Schön zu sehen, dass ich in einem 5-Sterne-Hotel untergebracht wurde. Aber warum muss ich mir mein Zimmer teilen? Keine Ahnung, wer Luis ist oder woher er kommt, aber in einem homoerotischen Verhör erzählt er mir, dass er gesehen hat, wie die Dorfbewohner eine junge Frau in die Kirche geschleppt haben. Nachdem ich dem Zimmerservice dann ein ordentliches Trinkgeld gegeben habe, wird es Zeit, zur besagten Kirche aufzubrechen. Dummerweise hat der Page mein Gepäck verloren, was heißt, dass mein Inventar dezent leer aussieht. Keine Sorge, denn fast so, als stünde es im Skript, finde ich an der erstbesten Leiche ein Küchenmesser, mit dem ich erst jemanden von hinten erdolchen und dann jemand anderen im Zweikampf besiegen kann. Ich hole meinen Koffer von der Rezeption, freunde mich mit einem der Typen an, die am Strand Sonnenbrillen und Uhren verkaufen wollen, trete eine Frau mit voller Wucht ins Gesicht, weil das Video bisher zu korrekt war, und stehle ein Wappen, das ich für ein Rätsel benötige, das meine räumliche Vorstellungskraft testen soll. Nachdem ich dann meine Intelligenz unter Beweis stelle, indem ich eine Perlenkette stehle, laufe ich wie ein Vollidiot in eine gut zu erkennende Sprengfalle und steche noch jemanden beim Scheißen ab. Mensch, was für ein beschissener Tod. This is the Lockbegin Lawyer. Bei meinem zweiten Treffen mit dem Rabbi finde ich heraus, dass er wohl zum Mushia-Clan gehört und werde von einer mysteriösen Person gerettet, die ich bestimmt noch nie irgendwo jemals zuvor gesehen habe. Es ist Ada, oder? Tun wir mal nicht so. Ich rette einen Wolf, der in eine Falle gelaufen ist. Der 11. September passiert, in der Kapelle finde ich das seltsamste Bild von Jesus, das ich je gesehen habe, und nachdem ich am Friedhof für ein wenig Kleingeld die Totenruhe störe, stelle ich fest, dass die Kirche, in der die Präsidententochter sein soll, tatsächlich abgeschlossen ist. Glücklicherweise hat jemand die Karte mit dem Versteck des Schlüssels zurückgelassen, ihr wisst schon, damit es ein zufällig vorbeikommender Polizist, wie ich es bin, einfach hat, diesen zu finden. Ich laufe also an den meisten Gegnern vorbei, betrete einen Steinbruch, der definitiv nicht so aussieht wie eine Arena für einen Bosskampf. Ich weiß gar nicht, was du mir da unterstellen willst, werter Abonnent. Und wusstet ihr, dass es eine geheime Belohnung gibt, wenn ihr mehrmals in den See schießt? Ich kann es euch leider nicht zeigen, da ich nicht schießen darf, aber probiert es einfach mal aus. Natürlich steht die Tanknadel auf E für ein einziges Mal möchte ich es erleben, dass ein Fahrzeug in einem Horrorspiel vollgetankt ist. Schnell das Bootsbenzin eingesammelt, aufgetankt und los geht's. Zeit, das Assassin's Creed 4 Walfang-Minigame zu spielen. Ich weiß, was ihr denkt, Freunde, ist das nicht ein klein wenig gegen die Regeln? Aber sind wir mal ehrlich, was sind Harpunen, wenn nicht seltsam aussehende Messer mit einem besonders langen Griff zum Werfen? Fick dich, Wal! Am anderen Ufer treffe ich dann auf einen neuen Gegner, der überraschenderweise immer noch sehr anfällig auf ein paar gut platzierte Messerstiche reagiert. Und um den Schlüssel zur Kirche zu erlangen, muss ich die zwei Druckplatten links und rechts davon betätigen. Anstatt nun wie ein kluger Mensch einfach zwei Steine draufzulegen, geht Leon auf eine halbe Weltreise, um diese zwei Steinschädel zu holen. Das einzig Unterhaltsame war wohl, dass ich komplett random eine Stange Dynamit, die mir dieser Typ hier entgegengeworfen hat, im Flug mit meinem Messer zum Explodieren gebracht habe. Mit dem Schlüssel zur Kirche mache ich mich auf den Rückweg und siehe da, wer konnte damit nur rechnen? Der Steinbruch ist tatsächlich eine Arena für einen Bosskampf. Das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht sonderlich gut für mich aus, aber nachdem ich genug Schaden angerichtet habe, kommt mir der Wolf von vorhin zu Hilfe. Wenn zu Hilfe kommen heißt, dass er absolut gar nichts tut. Nichtsdestotrotz war dieser Kampf gar nicht einmal so schwer, er hat auch nicht sonderlich lange gedauert. Nachdem ich sichergestellt habe, dass der Riese ein zweites, drittes und vielleicht sogar viertes Arschloch hat, ist er irgendwann einfach umgefallen und war tot. Zeit, die Kirche zu öffnen und drinnen einen Rave zu veranstalten. Oh, ganz nebenbei finde ich auch endlich die Tochter des Präsidenten, Ashley, und jetzt wird es Zeit für uns rauszuschleichen. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Natürlich stirbt Ashley dann auch direkt zum ersten Mal, weil sie es für eine gute Idee hält, in einem Molotow-Cocktail zu stehen. Luis hilft uns, zu einem Haus zu fliehen, und dann spiele ich seit langem einmal wieder eine Runde COD Zombies auf diesem Kanal. Wellen an Untoten, Bretter, mit denen du Fenster verbarrikadieren kannst, und wenn du lange genug überlebst, kommt sogar ein Boss. Ich wünschte, Activision würde die Zombies-Community besser behandeln. Luis verrät uns noch, wie wir das AIDS, was man uns verpasst hat, wieder loswerden kann, haut wieder einmal ab, und da ist Ada. Wer hätte bloß damit rechnen können? Während unserer Flucht treffe ich dann auf den Chainsaw Man Fanclub, und zugegeben, es war vielleicht nicht die beste Idee, ihre Kettensägen mit einem Messer zu parieren, das stumpf werden kann. Auf der anderen Seite macht dieses Messer so elendiglich viel Schaden, dass es das fast schon wert war. Gegen Ende wird es dann endlich Zeit, den Typen mit Sharingan loszuwerden.
Und die erste Phase des Bosses war kaum ein Problem, weil er mich entweder nicht treffen kann oder die KI einfach zu blöd dafür ist, solange ich unter ihm stehe. Phase 2 dagegen war die reinste Hölle, denn die meiste Zeit verbringt der Bastard am anderen Ende der Arena damit, mich minutenlang mit brennenden Holzbalken abzuwerfen. Der geübte Gamer wird feststellen, dass es meine Aufgabe ist, die roten Fässer, die er ab und an hochhebt, abzuschießen, um ihm so heftigen Schaden zuzufügen. Dank dieser Challenge kann ich das aber vergessen. Also muss ich so lange warten, bis er sich einmal dazu entscheidet, in den Vordergrund zu kommen, damit ich 2 bis 3 Mal auf ihn einstechen kann und das Ganze dann ungelogen für fast eine halbe Stunde wiederholen. Wow, was ein beschissener Kampf! Am Ende erhalte ich immerhin sein Sharingan, also sollte ich noch ein paar von Hashiramas Zellen irgendwo rumliegen sehen, kann ich daraus ein Rinnegan machen. Ich weiß zwar nicht, wie uns das helfen soll, aus dem Dorf zu entkommen, aber gemeinsam mit Ashley fliehe ich in eine Burg. Dort kämpfe ich zum ersten Mal gegen einen vollständig mutierten Parasiten. Und dieser Abschnitt, in dem Katapulte unerlässlich auf mich schießen, ist die vielleicht mit Abstand unangenehmste Stelle im Spiel. Leider hatte ich das Glück, relativ gut durchzukommen, weshalb ich euch nicht zeigen kann, wie anstrengend dieser Part tatsächlich sein kann. Ziel des Ganzen ist es, mit dieser Kanone das Tor aufzusprengen, weil Leon zu cool für Anklopfen ist. Ich weiß, eine Kanone ist kein Messer, aber wenn wir einmal darüber nachdenken, stellen wir fest, dass dieses Burgtor kein Gegner ist, sondern ein Deko-Element und ich feuere eigentlich gar keine mittelalterliche Waffe ab, ich dekoriere das Schloss um. Drinnen angekommen, treffe ich das erste Mal auf Ramon Salazar. Ich denke, wir wissen alle, welchen Witz ich bringen könnte, aber ich stehe drüber. Was witzig ist, denn der Burgherr ist gerade mal 1,30 Meter groß. Die Schilde dieser Kollegen müssen aus dem hochwertigsten Holz aller Zeiten gemacht sein, wenn ein einziger Messerstich so viel Schaden anrichtet. Aus irgendeinem seltsamen Grund führt der einzige Weg tiefer ins Schloss durch die Folterkammer, wo ich mich mit dem nächsten Miniboss anlegen muss, der absolut blind ist, was es einfach macht, sich hintenrum anzuschleichen und seinem Leben ein Ende zu setzen. Nach dem einfachsten Bilderrätsel aller Zeiten metzle ich mich dann mit Ashley durch einen Raum voller Gegner. Falls ich es bisher noch nicht angemerkt habe, die Auseinandersetzungen im Spiel sind nicht sonderlich schwer. Entweder stunlocke ich Gegner und töte sie damit, bevor sie sich überhaupt wehren können, oder ich pariere jeden ihrer Angriffe ohne Schaden zu nehmen, was mir gezeigt hat, warum Messer eigentlich nur begrenzt haltbar sind. Dann gibt es allerdings ein großes Problem. An dieser Stelle muss ich Ashley beschützen, während sie im wahrsten Sinne des Wortes am Rad dreht. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich kann sie nicht beschützen, ohne zu schießen. Das sollte jetzt zwar niemanden groß überraschen, weil die Beschreibung des Achievements bereits darauf hingewiesen hat, dass so etwas passieren wird, aber was diese Challenge betrifft, muss ich leider sagen, nein, du kannst Resident Evil 4 nicht nur mit einem Messer durchspielen. Es wäre zwar wirklich cool gewesen, zumal wir bereits zur Hälfte mit dem Spiel durch sind, aber hier sind wir. Ich könnte das Video jetzt zwar an der Stelle beenden, aber das wäre irgendwie langweilig, nicht? Also nutze ich die Gelegenheit, um die restlichen Ereignisse zu speedrunnen und merke einfach an, wenn ich irgendwo etwas anderes als ein Messer benötige. Nachdem ich Ashley gesagt habe, dass sie schuld ist, flippt sie aus und rennt weg. Auf meiner Suche nach ihr verprügle ich einen Priester, verwende seine Laterne als Gewicht, um diese Tür zu öffnen, treffe das erste Mal persönlich auf Ada, löse ein Rätsel, indem ich ein paar Steine drehe und überspringe 90% des Levels, indem ich ein Gegengewicht anschieße, das die Entwickler ein klein wenig schlecht platziert haben. Das ist zwar nicht notwendig, aber nachdem ich sowieso schon schießen musste, kann ich mir das Spiel auch einfach machen. Als mich dann zum zweiten Mal ein Riese angreift, muss ich erneut auf eine Kanone zurückgreifen. Aber keine Sorge, Freunde, wie schon beim letzten Mal, ich greife ihn nicht an, ich renoviere lediglich sein Gesicht. Leon hatte sogar einen Schlaganfall, weil er etwas anderes als ein Messer verwenden musste. Ich finde Ashley, wir vertragen uns und in diesem Irrgarten aktiviere ich 3 Schalter, um den Ausgang zu öffnen. Um weiterzukommen, muss ich diese Statue restaurieren. Einen Kopf erhalten wir im Esszimmer, wenn wir uns richtig hinsetzen. Den zweiten Kopf gibt es in einem Raum voller Gegner, was aber, wie ich bereits gesagt habe, kein Problem darstellt. Und den dritten Kopf kann ich einfach so aufheben, muss danach aber gegen 7 zum Leben erwachte Ritterrüstungen kämpfen. Das Ganze war aber einfacher als gedacht, weil Ashley mich in diesem Kampf unterstützt, indem sie blaues Feuer von oben herabregnen lässt, was die Rüstungen bewegungsunfähig macht. Das war leider eine Falle und jetzt muss Ashley einmal Leon retten. Es wäre doch eine Schande, wenn jemand einfach auf Google nachgesehen hätte, welche Uhrzeit man einstellen muss, um den gesamten Part zu skippen. Nicht, dass es einen Unterschied macht, denn sie wird sofort wieder entführt. So langsam verstehe ich, warum Leute ständig Witze drüber machen. Jetzt lerne ich die Novistadores kennen, welche wie echte Fliegen unfassbar nervig sind, weshalb ich sie einfach ignoriere. Ein Minibosskampf, diesmal gegen 2 blinde Gegner später, muss Ashley das sauberste Wasser in Afrika trinken und ich werde in ein bodenloses Loch geworfen, welches natürlich jedes Schloss braucht. Spoiler, ich hab's überlebt. Damit mich ein Aufzug wieder nach oben bringen kann, muss ich erst den Strom einschalten und dann 5 Minuten lang vor einer riesigen Kakerlake abhauen. Oder, wie Reddit sagen würde, dem durchschnittlichen Türken. Ich verstehe das Meme ehrlich gesagt nicht, ich finde es einfach nur witzig.
Anstatt nun aber wegzulaufen, kann ich auch einfach eine Waffe mit Visier nehmen und mich teilweise in den Aufzug reinglitschen, was dazu führt, dass die KI des Kollegen hier aussetzt und mich nicht angreifen kann. Sobald der Aufzug da ist, haut er dann einfach ab. Fragt mich nicht wie, aber Luis wartet bereits auf der obersten Etage auf mich. Ich borge mir etwas Dynamit aus und sprenge uns einen Weg frei, wonach wir gegen zwei weitere Riesen kämpfen müssen. Der Nackte war wie auch schon der erste Riese im Steinbruch kein Problem. Der mit Panzerung hingegen war komplett immun gegen mein Messer, weshalb ich ihn in der Lava versenken musste. Fahrzeugparts sind von diesen Regeln natürlich wie immer ausgenommen. Es kommt außerdem zum letzten Gefecht mit Chainsaw Man. Wer hätte gedacht, dass alles, was es braucht, um ihn zu brechen, eine Waffe ist? Anime-Schauer sind nicht bereit dafür. Luis wird abgestochen, ich duelliere mich mit meinem alten Kommandanten Krauser und speedrunne den Kampf regelrecht, bis er abhaut. Ich erhalte von einem im Sterben liegenden Luis den Schlüssel zu seinem Labor, wo Ashley und ich unser Aids loswerden können, und zurück im Schloss fahre ich einen Aufzug bis an die Spitze des Glockenturms. Ich muss währenddessen zwar jeder Menge Armbrustbolzen ausweichen und sicherstellen, dass das Maximalgewicht nicht überschritten wird, aber überraschenderweise ist das absolut kein Problem. Nachdem ich Ashley dann eingeholt und direkt wieder verloren habe, kämpfe ich gegen Salazar. Dieser Kampf ist zu meiner großen Überraschung komplett nur mit einem Messer möglich. Einfach aufpassen, dass sein One-Hit-Angriff nicht trifft und dann kann man munter auf ihn einstechen, bis er stirbt. Gemeinsam mit Ada fahre ich per Boot Ashley hinterher, verwende einen kleinen Trick, damit das Geschütz nicht auf mich schießt und ich dran vorbeilaufen kann, und bereite mich auf die schlimmste Sache im Spiel vor. Diese Rätsel. Ihr dachtet doch nicht, dass ich von den Regenerados spreche. Diese Typen sind absolut kein Problem, weil mein Messer jedes ihrer Herzen durchbohren kann. Wo ist mein Schraubenschlüssel? Der eine Gegner im Spiel mit einem verdächtig nach Schraubenschlüssel aussehenden Bauch? Damit habe ich Ashley gerettet. Erneut. Und wie wäre es, wenn wir den gesamten nächsten Level einfach überspringen, indem ich mich halb in die Tür reinglitsche und im Umdrehen mit dem Schloss auf der anderen Seite interagiere? Ja, ich weiß auch nicht ganz, warum das funktioniert. Ashley wird auf jeden Fall ein letztes Mal entführt, ich absolviere Krausers Schießstand, indem ich in jedes Geschütz und jede einzelne Stolperfalle reinlaufe, weil ich nur mein Messer verwenden darf, wir haben erneut eine Messerstecherei und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Activision Krauser ein klein wenig zu cool fand. Pünktlich nach dem Kampf kommt mir ein Helikopter zur Hilfe, der mich mehrmals auch nur fast tötet, bis die Gegner eine Flak auffahren. Der Pilot findet raus, was es heißt, ein Pilot im Resident Evil Universum zu sein. Ada hilft mir, Ashley zu retten, und wir können den Parasiten endlich entfernen. Überraschung, das gesamte Spiel war eine Abtreibungsreferenz. Zeit für den letzten Kampf gegen Saddler, der sich spontan in was auch immer verwandelt. Falls dieser Kampf zu aufregend für euch ist, kann ich es absolut nachvollziehen. Ich selbst habe es kaum ausgehalten, dem Nervenkitzel zu widerstehen, 5 Minuten lang auf Saddlers Bein einzustechen, während sich seine KI kaum wehren konnte. Nur um den Kampf dann Resident Evil typisch mit einem Raketenwerfer zu beenden. Keine Sorge, eigentlich hat Leon ihm den Todesstoß mit der Klinge am Ende seines Zepters verpasst, also ist alles okay. Es wäre aber kein Resident Evil, würde es nicht noch eine Selbstzerstörungssequenz mit Timer geben. Weshalb Ashley und ich mit einem Jetski fliehen und dann, ohne den Tank zu überprüfen, den kompletten beschissenen Atlantik in Richtung USA überqueren. Beide haben es nicht überlebt. Hier könnt ihr sehen, dass ich das Minimalist Achievement tatsächlich freigeschalten habe. Und damit habe ich Resident Evil 4, zumindest so gut es geht, nur mit einem Messer durchgespielt. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, und abonniere meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Damit bedanke ich mich wie immer herzlich bei all meinen Unterstützern für das Finanzieren dieser Videos. Ihr seid großartig. Habt einen schönen Tag!